Guten Tag, unser Blog ist immer noch auf dem Stand von Klett-Cotta auf der Frankfurter Buchmesse. Neben mir sitzt Herr Leo. Guten Tag, Herr Leo. Hallo. Herr Leo, Sie haben zusammen mit Maximilian Steinbeiß und Daniel Pascal Zorn ein Buch, ich zeige es mal hoch, mit rechten Reden verfasst. Man könnte meinen, dass es eine Art Ratgeber sein könnte. So soll man, so darf man mit den Rechten reden, fragen sich jetzt manche. Warum steht aber im Untertitel ein Leitfaden? Also doch eine Art Anleitung im Umgang mit den Rechten, der neuen Rechten? Eine Anleitung ist ja kein Ratgeber. Ja, also in dem Sinne würde ich schon sagen, haben wir eher eine Anleitung verfasst. Die Gattungsbezeichnung für dieses Buch ist nicht ganz unproblematisch, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Aber was es mit Sicherheit eben nicht ist, es ist kein Ratgeber. Ja, also ein Ratgeber setzt ja voraus, dass Sie ein, jetzt mal theoretisch gesprochen, ein stabiles Verhältnis zwischen sich und irgendeinem klar isolierbaren Problem haben. Und dann wird eben gesagt, was müssen Sie machen, um dieses Problem zu beheben. Und das ist eben eine Grundeinsicht unseres Buchs, dass es sich mit den Rechten und neuen Rechten, den Rechtspopulisten, genauso nicht verhält. Ja, sonst, wenn es so wäre, dann müsste man ja eigentlich nur lange genug drüber nachdenken, als wäre es ein technisches Problem sozusagen. Und dann müsste man es einfach umsetzen und dann wäre das gelöst. Nein, so ist es nicht. Deswegen geht es eher darum, überhaupt anzuleiten, hinzuführen sozusagen zu einem Gespräch, das aber auch als Auseinandersetzung verstanden ist. Es geht ja nicht darum, sich wohl miteinander zu fühlen, sondern zu streiten. Und wie der Streit in Streit hat, ist von Natur aus ist ein offenes Gesprächsformat. Wie das ausgeht, zu wessen Gunsten, muss man sehen. Aber so wie es im Moment die Auseinandersetzung geführt wird und in den letzten Jahren geführt wurde, hat es den Rechten in die Karten gespielt. Also müssen wir anleiten zu einer anderen Art des Umgangs mit ihnen. Sie sagen mit Rechten reden, aber das ist überhaupt gar keine Aufforderung. Man könnte auch genauso gut Straßenbahn fahren, oder Fahrrad fahren, oder Kaugummi kauen. Naja, also das sowieso. Also jeder von uns macht permanent die ganze Zeit unterschiedliche Sachen. Also ganz zu schweigen davon, dass es nicht darum geht, andauernd und nichts anderes mehr zu tun, als mit Rechten zu reden, kann man natürlich, das ist ja auch, wir leben in einer Demokratie, also niemand muss etwas tun. Unserer Meinung nach wäre schon sehr viel getan, wenn man eine bestimmte Art des kontraproduktiven Umgangs mit ihnen ließe. Also lieber auf bestimmte Art nicht mit ihnen reden oder wer es auch nicht will, gar nicht, als weiter so. Und dann, wenn man das als Minimalschritt sozusagen geschafft hätte, dann kann man sich, oder wer will, sich die Frage stellen, ja, wie macht man es denn besser? Was heißt denn besser? Sie haben nicht nur in den Rechten, Sie haben auch in unserer Streitkultur was auszusetzen. Das klang eben an. Ja, genau. Also platt gesagt leben wir im Moment in einer demokratischen Öffentlichkeit, in der gar nicht mehr richtig gestritten wird oder viel zu wenig. Zumindest auf der großen politischen Bühne. Denken Sie an die dauerhafte Große Koalition, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Das ist ein ganz elementarer Tatbestand in einer Demokratie, dass eine Große Koalition nicht mehr die Ausnahme, eine begründete Ausnahme ist, sondern eigentlich zu einer Art faktischen Norm erhoben wurde. Das bedeutet nämlich, dass der Oppositionsmechanismus eigentlich lahmgelegt wird. Nicht? Also die permanente Rede und Gegenrede, der im Parlament mitrepräsentierte Alternativentwurf, der jederzeit auch seinerseits regierungsfähig sein sollte, den hat es in den letzten Jahren kaum noch gegeben. Das ist das eine. Das andere ist eine Beschaffenheit unserer politischen Streitkultur, dass wir es, glaube ich, auch ein bisschen verlernt haben, mit Gegnern, mit Ansichten, die uns unangenehm bis zur Grenze des Erträglichen sind, auch tatsächlich den Streit zu suchen, statt sie in einer moralisierenden, erzieherischen Attitüde der Diskursarena zu verweisen. Ich glaube, dass es tatsächlich eine gewisse Angst vor den Rechten gibt. Mein Eindruck ist, dass die Mehrheitsgesellschaft gar nicht in der Lage ist, offensiv ihre eigene Position gegen die Angriffe von rechts zu verteidigen, was dramatisch ist, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass die Republik die besseren Argumente auf ihrer Seite hat. Aber sie muss sie auch offensiv vertreten können. Und das findet man viel zu wenig. Stattdessen findet man moralisierende Ausgrenzung, Empörung, Nazi-Vergleiche, also höchst berechenbare Verhaltensweisen, auf die sich die Strategien der Rechten auch längst eingestellt haben. Ist der neue Bundestag gut gerüstet, um die Parolen der neuen Rechten zu beantworten? Das wird sich zeigen, das weiß ich nicht. Ich finde jedenfalls gut, dass diese politische Strömung, wie unangenehm man sie auch immer finden mag, jetzt repräsentiert ist. Jetzt muss sie gestellt werden. Das Parlament ist eigentlich ein sehr guter Rahmen dafür. Wir müssen jetzt
zeigen oder die Parlamentarier der anderen Parteien müssen zeigen, dass sie in der Lage sind, sich wirklich dort den Rechten mit Argumenten, mit guter Rhetorik entgegenzustellen, statt sich von ihnen sozusagen die Agenda und das Programm diktieren zu lassen. Das muss man sehen. Aber eigentlich ist das Parlament eine gute Arena für sowas, anders als die Talkshows, die ja im Grunde nur eine Simulation von Diskussionen sind. Eigentlich also Politikbühne eher sind. Das merken Sie an Alice Weidel, die ja wie in einem Boulevardtheater mit Türenknall die Bühne verlässt. Und das ist instrumentalisierbar. Im Parlament können Sie nicht davonlaufen. Und das heißt aber, das läuft dann so gut, wie die Gegner drauf sind. Ich glaube, jemand wie Christian Lindner zum Beispiel, sage ich jetzt nicht, weil er in ihrem Verlag auch veröffentlicht, der macht das ganz gut. Der hat es in Nordrhein-Westfalen geübt. Der hat dort als Regierungsvertreter sich eben mit Pretzell als AfD-Vertreter auseinandergesetzt. Das sah für mich so aus, als hätte er Lust daran, diese Auseinandersetzung auch offensiv anzugehen. Hart in der Sache, verbindlich im Ton. Hat man einen Fehler gemacht, dass man den neuen Rechten in der Talkshow so viel Platz eingeräumt hat? Na, Platz müssen sie ihn einräumen. Das sind auch Gebührenzahler. Dann haben die einen Anspruch darauf, gemäß ihrer Stärke auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vertreten zu werden. Es ist nicht begründbar, sie auszuladen. Was man, glaube ich, tatsächlich in vieler Hinsicht falsch gemacht hat, ist, dass man sich ihnen auf eine sehr erwartbare Weise gegenübergestellt hat, dass den Rechten es ermöglicht hat, dieses Forum, das ihnen zusteht, zu ihren Zwecken zu nutzen. Also journalistisch, glaube ich, ist sehr, sehr viel falsch gemacht worden. Aber nicht die Einladung an sich, sondern der Umgang mit ihnen. Ein Leitfaden, kein Ratgeber, und doch gibt es zu Beginn 25 goldene Regeln. Da muss man mal ganz genau lesen. Sie sagen, die sich nach unserer Auffassung durch das Reden für die Rechte, für das Leben gewinnen lassen. Also sozusagen ein Ergebnis, was rauskommt, wenn man mit den Rechten mal geredet hat. Davon möchte ich drei Punkte nennen. Sie sagen, unterscheide Person und Rede. Was heißt das? Naja, das heißt, dass sie letztlich die politische Auseinandersetzung, den Kampf der Ideen eigentlich entmoralisieren. Das heißt, Rede ist Rede und Person ist Person. Und was der andere sagt, verdient ernst genommen zu werden. Und gerade darin zeigt sich dann sozusagen auch die argumentative Gegenattacke. Man kann die Ideen und Argumente, die von rechts kommen, gar nicht stark genug attackieren. Man muss sie aber trennen sozusagen von einer moralischen Qualität dessen, der sie äußert. Ja, das ist ein Grundmaxime, die für jeden Umgang mit Menschen gelten sollte. Und natürlich gilt die auch für rechts. Und ich glaube, dass genau das nicht zu unterscheiden, nämlich bestimmte Arten rechter Rede sozusagen als Ausweis einer pathologischen Gesinnung zu sehen, den enorm in die Karten gespielt hat. Und man muss auch bedenken, dass Idioten oft gute Tänzer sind. Ja, das könnte ein Indiz dafür sein, dass diese 25 goldenen Regeln auch nicht ganz so bierernst zu nehmen sind. Das ist ja, wenn Sie den Kontext lesen, hat das sozusagen einen stark ironischen Grundton, auch der eben damit zu tun hat, dass wir ja da eigentlich uns selbst widersprechen, aber natürlich auf absichtsvolle, spielerische Weise, weil wir gerade sagen, wir sind kein Ratgeber, wir geben euch keine Ratschläge, aber wenn ihr unser Buch aufmerksam lest, dann wird jeder von euch sich schon selber seine Schlüsse daraus ziehen können, seinen Reim darauf machen können und natürlich auch in Form von Ratschlägen. Nur eben solchen, die nicht für alle allgemeinverbindlich gelten. Und diese 25 Regeln, da mischen sich Ernste, wie die Sie zuerst genannt haben, mit hochironischen, die aber sozusagen als solche die Ironie der ganzen, ganzen Aufzählung markieren. Ja? Ja, das sagt doch ein Freund zu mir, ich sage, du sollst das Buch lesen mit rechten Reden. Da sagte, mit den Nazis rede ich nicht. Daraufhin sage ich, vermeide das Wort Nazis. Ja, genau. Und dann die nächste Regel heißt, treibe Sport mit Nazis. Warum darf man nicht Nazis sagen? Man darf natürlich Nazis sagen, man sollte sich aber sehr genau überlegen, warum man das tut. Und sagen wir so, es gibt natürlich einen rechtsextremen Rand, der eindeutig neonazistisch ist, der ein affirmatives Verhältnis zum Dritten Reich hat, die darf man schon Nazis nennen. Die neue Rechte ist aber nicht so doof, uns diese Flanke zu öffnen, sondern die arbeiten mittlerweile mit hochsubtilen Mitteln und sie verstehen es gerade, zu den Nazi-Vorwurf aus uns herauszukitzeln. Ja, mit Inhalten, die für sich genommen höchst fragwürdig und diskutabel sind, aber eben doch sehr eindeutig unterscheidbar von den Nazis. Die ganze neue Rechte, kann man sagen, ist eigentlich ein einziger Versuch,
Versuch, rechte Positionen wieder ins Gespräch zu bringen, indem man sie von vornherein programmatisch vom Nationalsozialismus unterscheidet. Das heißt nicht, dass es in der Sache immer angemessen ist. Das hat ja mit Volker Weiß in seinem Buch sehr schön gezeigt. Aber man muss auf dem Schirm haben, dass die Selbstabgrenzung von den Nazis konstitutiv ist für die neue Rechte. Das muss man als strategisches Problem auf dem Schirm haben. Wie man im Einzelfall das sachlich beurteilt, ist eine ganz andere Frage. Man muss aber wissen, in dem Moment, wo man sie mit den Nazis, wo man sie als Nazis bezeichnet, muss man wissen, dass sie selber sich eigentlich in der Tradition des konservativen Widerstands gegen die Nazis verstehen. Und egal wie angemessen das ist, in dem Moment, wo sie das Selbstbild haben, haben sie ein strategisches Problem in dem Moment, wo sie sie platt als Nazis bezeichnen, weil dann sagen die, Moment mal, hast du eigentlich mal gesehen, wie wir uns zu Stauffenberg verhalten und zur Weißen Rose? Ich habe von den 25 Regeln nur ein paar genannt, aber einige muss ich noch nennen. Den schönen Satz, du sollst nicht Ja zum Nein sagen. Ja, das wäre ja Nihilismus. Das wäre genau das Alles oder Nichts, sozusagen, das ist das Spiel der Rechten. Wie kam es bei uns zum Aufschwung der neuen Rechten? Es gab doch bei uns schon immer einen Bodensatz, nicht? Naja, das Rechte ist ideengeschichtlich oder geistesgeschichtlich sozusagen eine Strömung, eine Unterströmung, die im Grunde spätestens mit der Französischen Revolution entstanden ist. Also spätestens mit der Realisierung geschichtspolitischer Entwürfe haben sie immer die Gegenbewegung auch auf dem Plan. Also es ist ein langes, sehr komplexes Phänomen, das wahrscheinlich immer da sein wird, aber in bestimmten Situationen eben in der Lage ist, tatsächlich Massen zu mobilisieren. Es wandelt sich auch. Also wir haben jetzt die neue Rechte ist nicht identisch zum Beispiel mit der sogenannten konservativen Revolution. Also Volker Weiß macht auf Traditionslinien aufmerksam. Wir betonen eigentlich eher die Unterschiede, die vor allem im Strategischen liegen. Also die neue Rechte ist ein Phänomen, das eigentlich erst durch die Verfasstheit der Linken, der starken Linken in den 60er Jahren ermöglicht wurde. Also viel von dem, was heute rechts ist, kopiert, adaptiert, transformiert klassische Taktiken linker Politik zum Beispiel. Es gibt eine partielle Annäherung in den Inhalten. Also es würde jetzt sehr weit führen, das zu erklären. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich nicht fehlgeht, die Rechte als ein reaktives Phänomen zu beschreiben, das schon auf den jeweiligen Zustand des politischen Gegners reagiert. Verträgt die rechte Kritik? Also tendenziell schlecht. Ich habe gerade mich kurz mit Götz Kubitschek unterhalten. Da klang an, dass sie mittlerweile, das behauptete er, gelernt hätten. Das wird zu zeigen sein. Ich würde sagen, generell, wenn man eine pauschale Aussage machen wollte, würde ich sagen, nein, das tun sie nicht. Sondern in dem Moment, wo Kritik, egal wie gut begründet sie ist, als Angriff genommen wird, zeigt sich, dass sie es nicht vertragen. Und genau das sozusagen setzt ihren Mobilisierungsmechanismus in Gang. Soll man jetzt versuchen, die Rechten von der Teilhabe in Vereinen, Organisationen oder irgendwie auszuschließen? Eher nicht. Ich glaube, das bringt nichts. Also es gab irgendeine Verlegerin, eine Buchhändlerin, die an ihre, habe ich irgendwo gesehen neulich, in ihre Buchhandlung ein Schild anbrachte, wenn Sie die AfD gewählt haben, kaufen Sie Ihre Bücher bitte woanders. Das finde ich in vieler Hinsicht fragwürdig bis sogar richtig falsch. Nein, wir müssen die Leute, wenn wir selber uns nicht als Nichtrechte verstehen, nein, wir müssen sie zurückgewinnen. Es gibt im Übrigen ja sehr viele unterschiedliche Gründe, etwa die AfD zu wählen, von erklärten Rechtsextremen bis zu allen möglichen Formen der Enttäuschung des Protests. Das können Sie nicht pauschal sagen. Deswegen finde ich es eigentlich auch falsch, AfD-Wähler oder Mitglieder pauschal aus dem gesellschaftlichen Leben auszugrenzen, weil genau das die Polarisierung fördert, die sie stark macht. Ist der Frust der Rechten, um Ansprüche betrogen worden zu sein, echt oder Masche? Wovon sprechen Sie? Welche Ansprüche? Sie sagen, die Rechten, in dem Buch kommt eine Passage vor, wo Sie sagen, dass die um ihre Ansprüche, Möglichkeiten betrogen sind und so weiter. Sie fühlen sich, daraus entsteht Frust, daraus werden die Rechten stärker. Ist das Frust oder ist das echt als Gefühl oder ist es mehr Masche? Das kann man so pauschal nicht sagen. Sie können nun mal in andere Menschen nicht reingucken. Es ist ja auch so, dass wir diesen Frust und diese Enttäuschung nicht behaupten, sondern das ist in sehr vielen rechten Biografien, Selbstbespiegelungen, Ego-Dokumenten kommt das zum Ausdruck, dass am Anfang irgendeine Form von Enttäuschung steht. Das kann alles Mögliche. Das kann Enttäuschung eines Mannes über eine Frau, die von einem frauenfreundlichen Scheidungsrecht zum Beispiel das Sorgerecht für die Kinder zugesprochen bekommen haben. Das kann sich verallgemeinern
verallgemeinern zu einer Wut auf den linksliberalen, auf das linksliberale Kulturexperiment. Das kann alle möglichen anderen Arten des persönlichen Enttäuschtseins, des Gefühls in der Welt, in der man lebt, als der oder die, der man ist, nicht willkommen zu sein. Viele haben einen vertriebenen Hintergrund, viele haben einen DDR-Hintergrund, viele haben einen Militär-Hintergrund. Aber platt gesagt, Enttäuschung kennt jeder von dem Leben. Und ich würde es nicht als Masche bezeichnen, aber das Rechte daran ist nicht der Frust selber, sondern die Selbstgerechtigkeit des Frustes, die sagt, dass ich diese Enttäuschung habe, ist das Problem, dass ihr sie mir zugefügt habt, statt sozusagen produktiv mit der Enttäuschung umzugehen. Warum ist es so wichtig zu verstehen, dass die Rechten eigentlich irgendwie im Kreis laufen, in einem Art Hamsterrad? Das mögen die wahrscheinlich gar nicht gerne hören, nicht? Das weiß ich nicht. Das wird man sehen, wie sie darauf reagieren. Also Kubitschek sagte mir gerade, dass er unser Buch mit Vergnügen gelesen hätte. Das ist wichtig zu verstehen, zu sehen, dass man sie argumentativ, oder das ist eine bestimmte Art des Argumentierens, des sich unseren Einwänden gegenüber Verhaltens gibt, die ihren Kern darin hat, dass sie eine Position, die sie vertreten, niemals halten, sondern eigentlich immer wieder in Ausweichmanöver sich bewegen. Aber das ist sehr viel, wenn man das zeigen kann, weil das heißt schon, dass man ihr Spiel aufgegeben hat, dass man sie nicht ausgrenzt, sie nicht dämonisiert, nicht moralisiert, sondern sagt, na gut, wir reden mit euch, dann gucken wir mal, was passiert. In dem Moment, wo man es tut, sieht man große Unruhe, große Beweglichkeit, großes Taktieren, was eigentlich immer seinen Kern darin hat, sozusagen auszuweichen. Und das ist ja auch eine Aussage, dass man wird nicht dazu kommen, sie nicht dazu bringen, zu sagen, ja, ihr habt recht, ihr habt uns überzeugt. Das ist mit überzeugten Rechten sehr schwer. Das ist vielleicht im Publikum, das kann das Publikum vielleicht überzeugen. Aber wenn man zeigen kann, dass die Rechten selber gar nicht in der Lage sind, bestimmte Argumente wirklich durchzuhalten, dann wäre das sehr viel. Und das Kreis, diese Kreisläufertum, das ist das Bild dafür. Wenn Ihr Buch wirklich gelesen wird, ist die AfD im nächsten Bundestag noch drin? Ja, sicher. Also wir sind ja nicht größenwahnsinnig. Das ist ja, ein Buch kann nicht die gesamte politische Landschaft verändern. Wir haben eigentlich das Ziel, sozusagen ein Muster zu setzen, also einen bestimmten Paradigmenwechsel, eine kleine Bewegung im Kopf sozusagen in Gang zu setzen. Das wird aber nur funktionieren, wenn unsere Leser nicht nur lesen, sondern das sozusagen grassroot-mäßig kopieren. Und es geht eigentlich darum, eine Kritik sozusagen unserer politischen Kultur, unseres Streitverhaltens in den Mittelpunkt zu stellen, zu sagen, wenn wir uns darauf konzentrieren, auf unsere eigenen Stärken, dann sind die Rechten auch kein so großes Problem mehr. Wenn wir uns hingegen komplett auf sie fixieren und versuchen, die irgendwie wegzumachen, wird genau das sie stärken. Die leben von unserem Nein. Deswegen müssen wir uns auf unsere Stärken besinnen. Und das ist eigentlich, das könnte eigentlich eine demokratisch-republikanische Streitkultur sein. Wenn wir das tun, dann wird es sie zumindest nicht weiter stärken. Aber ich glaube, dass der Rechtspopulismus eine politische Bewegung ist, die uns auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte begleiten wird und die sich vielleicht auch verändern wird. Aber ich glaube, dass in genau dieser, das ist eben die Fratze sozusagen, in deren Gestalt der politische Streit zurück auf die Bühne kommt. Und wir haben ja eine vielfache Verschiebung, vielfache Bewegung im Moment in der Parteienlandschaft zwischen den politischen Lagern. Und ich glaube, es kristallisieren sich gerade neue politische Oppositionen heraus. Und ich glaube, Teil dieser großen tektonischen Verschiebung ist auch der sogenannte Rechtspopulismus. Und ich glaube, so schnell wird der nicht verschwinden. Wer soll Ihr Leser sein? Haben Sie einen Modellleser im Kopf? Ja, Rechte und Nichtrechte. Also wir haben, also das ist ganz wichtig, wir haben unser Buch auch auf verschiedene Lesergruppen hingeschrieben. Wir haben auch für verschiedene Lesergruppen verschiedene Passagen geschrieben. Also deswegen hat mich tatsächlich gefreut, dass Kubitschek gerade mir zu verstehen gegeben hat, dass er unser Buch mit großer Aufmerksamkeit gelesen hat. Wir kriegen aber auch großen Zuspruch, enthusiastische Rezensionen im Moment aus der linksliberalen Presse. Und allein das, dass wir ein Buch geschrieben haben, was offensichtlich so wenig einzuordnen ist, dass es sich dem Freund-Feind-Schema so entzieht, ohne aber eine falsche Neutralität zu behaupten, sondern dass es auf allen Seiten offensichtlich mit Interesse, Neugier und auch Irritation gelesen wird, das freut mich. Und das wären unsere idealen Leser. Die sollen von allen Seiten kommen. Wir sprechen sie am Anfang ja auch an. Es kann sehr, sehr unterschiedliche Gründe geben, sich für dieses Thema zu interessieren. Und letztlich auf eine manchmal ein bisschen tragische Weise verbindet uns das. Wir sind mit denen verbunden. Wir werden sie nicht los. Und deswegen sollen die eigene Seite wie die andere Seite soll das Buch lesen. Herr Leo, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne, Herr Wittmann. Das Buch von
Per Leo und Maximilian Steinbeiß und Daniel Pascal Zorn erscheint am 14. Oktober bei Klett-Cotta. Vielen Dank.